Wenn McDonald's China-Wochen macht, dann machen wir mindestens ein China-Jahr und das ist inzwischen auch gelungen. Und diese Veranstaltung heute Abend, die soll der Auftakt dieses China-Jahres werden mit vielen Ereignissen, von denen Sie sicherlich schon gehört haben. Und vielleicht trägt dieses Jahr auch ein bisschen dazu bei, dass man am Ende des Jahres dann China ein wenig besser kennengelernt haben wird. Die beiden Männer neben mir brauche ich Ihnen nicht groß vorzustellen. Professor Kurt Biedenkopf, Helmut Schmidt, Sie kennen sie beide. Zwei Männer, die eigentlich schon in Pension sind, aber die nicht zur Ruhe kommen. Auch ein wenig nicht aus Gewohnheit, aber eben auch, weil sie noch die Verantwortung spüren, ein bisschen zu dem beizutragen, wenn es um die Frage geht, wie man die Zukunft Deutschlands, aber auch die Zukunft Europas gestalten kann und welche Rolle wir in dieser Frage spielen können. Es sind zwei Querdenker, nicht einmal weise, sondern eher klug, aber auch aufmüpfig, manchmal ein wenig störrisch, zwei Politiker, die die Generation der Enkel, also meiner Generation, ziemlich faszinieren und gleichzeitig auch ein wenig herausfordern und provozieren. Und ich hoffe, das wird heute Abend auch der Fall sein. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute zwischen Ihnen beiden sitzen kann. Zusammen, meine Herren, kommen wir auf über 200 Jahre Lebenszeit. Aber das ist auch das Einzige, das Sie nur mit mir hinbekommen. Alles andere schaffen Sie auch alleine. Mit Helmut Schmidt habe ich viele Tage verbracht, als wir zusammen das Buch Nachbar China gemacht haben. Ich habe sehr viel dabei gelernt. Und ich muss schon sagen, dass es heute noch immer keinen deutschen Politiker gibt, der sich besser mit China auskennt oder genauer gesagt, der sich besser in China hineinversetzen kann, in deren Strategien, deren Überlegungen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die ganz wichtig ist in einer Welt, die immer stärker zusammenwächst und wo wir lernen müssen, uns mit anderen Ländern, deren Gewohnheiten, deren Überlegungen auseinanderzusetzen. Mit Herrn Biedenkopf habe ich vor einigen Jahren, und ich erinnere mich sehr gerne daran, zusammengesessen bei einem ausgedehnten Frühstück in Canton im White Swan Hotel. Und wir haben ein langes Gespräch darüber geführt und uns die Frage gestellt, wie Deutschland sich aufstellen muss, um dieser Herausforderung zu trotzen, um dieser Konkurrenz gewachsen zu sein. Und wir haben damals lange diskutiert und vielleicht können wir das ein oder andere Ergebnis dieses Gesprächs heute Abend nochmal aufnehmen. Um es gleich zu sagen, wir werden, wie Sie schon gemerkt haben, heute nicht über Porzellan reden, auch wenn hier in Dresden dank August dem Starken die größte Porzellansammlung außerhalb Chinas zu besichtigen ist. Aber davon verstehen wir alle drei nicht sehr viel. Und deshalb fange ich gleich an und stelle an Sie, Herr Schmidt, die Frage, warum müssen wir uns eigentlich mit China beschäftigen? Ich muss darauf mit einer kleinen Geschichte antworten, Herr Sien. Ich habe in den 1960er Jahren begriffen, dass China einmal eine Weltmacht gewesen war. Und gleichzeitig habe ich begriffen, dass es wahrscheinlich wieder eine Weltmacht werden würde. Damals gab es keine diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Chinesischen Volksrepublik. Also konnte ich wurde inzwischen Minister in Bonn, Verteidigungsminister. Ich konnte keinen Besuch machen in China und meine Neugierde an Ort und Stelle befriedigen. Stattdessen habe ich mir China von außen angeguckt, mit australischen Augen, neuseeländischen Augen, thailändischen Augen, japanischen und koreanischen Augen. Bin herumgereist, kam wieder zurück nach Bonn und sagte zu meinem Bundeskanzler, das wird wieder eine Weltmacht, lass uns so schnell wie möglich diplomatische Beziehungen hatten aufnehmen. Hatten Sie einen eigenen Bundeskanzler sozusagen? Ich hatte Willy Brandt als Kanzler und er hat das gemacht, immerhin 7 Jahre vor den Amerikanern. Wenn wir uns heute mit China beschäftigen, dann meistens wegen der enormen wirtschaftlichen Entwicklung dieses Landes. Ich hingegen denke, dass wir ins Bewusstsein nehmen müssen, den Umstand, dass China, dass das chinesische Volk ein uraltes Kulturvolk ist.
dass die ältesten chinesischen Schriftzeichen beinahe 1000 Jahre älter sind als die 5 Bücher Mose im Alten Testament. Die chinesische Kultur ist heute mindestens 4000 Jahre alt. Die Schriftzeichen stammen aus dem Jahre 3000 vor Jesus Christus. Ist Alter ein Wert an sich? Kann Nein. eine Kultur nicht auch überaltert sein? Das Faszinierende ist, dass dieses uralte Kulturvolk plötzlich zu einer Vitalität erwacht, mit der heute vor 30 Jahren niemand in Amerika und niemand in Europa gerechnet hat. Die sind nicht überaltert, die sind voller Kraft. Warum? Das ist auch für mich ein Rätsel. Sie unterscheiden sich in einem Punkt von allen anderen Kulturvölkern der Welt. Nämlich, es gibt keine das ganze chinesische Volk deckende gemeinsame Religion. Die Inkas, die Mayas, die Ägypter, die alten Griechen, die Römer, alle hatten sie ihre Götter. Später einen Gott. Der Islam hat einen Gott. Wir haben die heilige Dreieinigkeit. Die Chinesen haben dergleichen nicht. Das ist ein ganz grundsätzlicher Unterschied zu allen anderen Hochkulturen der Welt. Vielleicht hat das etwas zu tun mit der Frage, mit der Erklärung der Dauerhaftigkeit dieser Kultur. Also eine säkuläre Kultur im Grunde. Nicht ganz säkular. Immerhin ist schon bei Konfuzius vom Himmel die Rede. Aber das bleibt sehr unbestimmt und nicht personifiziert. Nicht ganz ohne religiöse Vorstellung. Es hat immer auch buddhistische Einflüsse gegeben, aus Indien kommend. Es hat immer auch islamische Einflüsse späteren Jahrhunderten gegeben. Es hat auch christliche Einflüsse gegeben in den letzten 500 Jahren. Aber im Grunde ist China seit Jahrtausenden ein säkularisiertes Reich. Herr Biedenkopp, fasziniert Sie China, erschreckt Sie China oder fordert Sie China heraus? Ich möchte auch mit einer Geschichte anfangen. Sie ist nicht so alt, sondern es war in dem, ereignete sich bei dem Besuch, bei dem wir uns auch getroffen haben. Das war zweite Hälfte 90er Jahre. Wir waren in Shanghai und dort gibt es ein wundervolles Museum über alle Aspekte oder viele Aspekte der chinesischen Kultur. Und wir hatten einen jungen, gebildeten Führer auf der Reise und er führte uns auch in dieses Museum. Wir mussten auswählen und haben uns für die Bronzeabteilung entschieden. Und in dieser Bronzeabteilung stand ein Bronzetopf mit etwa diesem Durchmesser mit einer sehr ausführlichen Inschrift. Und die Inschrift war fotografiert worden und hing als Bild an der Wand. Dieser Krug oder diese Schale, diese Bronzeschale war ungefähr 2500 Jahre alt. Und der junge Mann trat an dieses Bild und fing an, das vorzulesen. Er konnte nicht alles entziffern, aber einen nicht unwesentlichen Teil. Das war einer meiner stärksten Eindrücke. Als ich wiederkam, habe ich gesagt, Leute, vor 2500 Jahren konnten wir in Germanien, wenn wir überhaupt schreiben konnten, praktisch nicht. Wir konnten nichts überliefern. In unserem Teil der Welt. Und dann habe ich gesagt, ein Volk, was so lange eine Schrift bewahren kann und was in der Lage ist, sie auch zu lernen, bis heute, kann nicht unintelligent sein. Das war eigentlich für mich, bei der ersten Reise war noch ziemlich nahe an dem Ende der Kulturrevolution. Das hat mich sehr verwirrt. Dass ein Volk... Gott, wann war das? Das war in der zweiten Hälfte der 70er, Anfang 80er. Und man hat noch überall gespürt, die Angst, die Folgen, das Zurückhaltensein. Das war bei dem dritten Besuch war das völlig anders. Und dieser Eindruck, der hat sich bestätigt, aber auch jetzt bei einer neueren Reise. Wir haben ja eine
Herr Melon sitzt hier im Auditorium. Wir haben von der Dresdner Universität eine inzwischen sehr enge Verbindung zu einigen chinesischen Universitäten. Und ich war wieder dort und da habe ich den Dekan der School of Governance in Peking getroffen. Einen 45-Jährigen. Und ich erzähle das nur wegen seiner Biografie. Er hat in China studiert, dann hat er in Harvard studiert, dann hat er noch an einer anderen Schule studiert, dann war er bei einem amerikanischen Geldhaus beschäftigt und dann kam er wieder zurück nach China und ist jetzt Dekan einer der wichtigsten Universitätseinrichtungen des Landes. Sind Sie also eher fasziniert oder eher erschrocken von der Nein, erschrocken bin ich mitnichten. Ich finde, das gibt für mich nicht den geringsten Grund, erschrocken zu sein. Erschrocken kann man allenfalls über unsere Unfähigkeit sein, zu begreifen, was da passiert. Aber nicht über das, was da passiert. Und woran liegt das, dass wir so unfähig sind? Ja, Gott, vielleicht kann man das, ich bin kein Historiker, aber es gibt für mich eine Reihe von Erklärungen. Die wichtigste ist wahrscheinlich die, dass die Zeit des Boxeraufstandes noch nicht allzu lange zurückliegt und dass die Europäer noch immer die Einstellung zu China haben, die sie damals hatten. Der Boxeraufstand war sozusagen der Höhepunkt der Kolonialzeit, wo die Chinesen sich dann gewehrt haben gegen die Kolonialherren. Richtig, aber wo man sie auch wirklich gedemütigt hat mit dem Opiumkrieg und allen möglichen anderen Eingriffen des Westens. Und wir dürfen nicht vergessen, wir Europäer benehmen uns heute immer noch so, als stünden uns privilegiert die Ressourcen der Welt zur Verfügung. Herr Schmidt, halten wir uns in Deutschland, in Europa, im Westen für den Mittelpunkt der Welt? Ich hoffe, nein. Ein Deutscher, der sich für den Mittelpunkt der Welt hält, der ist größenwahnsinnig. Aber nun gibt es Tendenzen, auch in der deutschen Politik, durch die Welt zu reisen und anderen Ländern und den Führern anderen Ländern zu erzählen, was richtig und was falsch ist. Ich finde, anderen Ländern beizubringen, wie sie ihr Land einrichten sollen, das sollen wir den Amerikanern überlassen. Die Besserwisserei steht uns nicht gut. Aber ist es nicht so, dass wir bestimmte Werte haben, die wir für richtig und für gut halten und von denen wir uns wünschen, dass sie auch in anderen Ländern eingeführt werden, dass sie dort verankert sind? Ich bin durchaus Ihrer Meinung, dass es Werte gibt, an denen wir festhalten wollen. Aber ich bin absolut nicht der Meinung, dass wir diese Werte anderen Leuten beizubringen haben. Herr Biedenkopf, sind Sie derselben Ansicht? Glauben Sie, dass wir uns darauf beschränken müssen, im Grunde vor unserer eigenen Haustür zu kehren und abwarten sollen, bis in anderen Ländern sich die Dinge so entwickeln, Nein, wie sie sich entwickeln? Das ist nicht die Alternative. Die Alternative ist, dass man seine Wertvorstellungen, soweit es wirklich verbindliche, die Politik, die Kultur durchdringende Wertvorstellungen sind und nicht einfach Texte, die man aufschreibt und sagt, das sind unsere Werte, das ist nicht genug. Nein, die sollte man haben. Und man sollte sie auch nicht verleugnen. Aber man sollte die Lebenseinstellungen anderer Völker so respektieren, wie man selbst respektiert sein möchte. Nur so ist ja ein Gespräch möglich. Und meine Erfahrung jetzt gerade mit diesem Dekan, von dem ich vorhin gesprochen habe, war da außerordentlich befriedigend. Wir haben über die Wirtschaftsordnung in Europa gesprochen. Er hat mir erklärt, was in seinem Land passiert. Ich habe nicht gesagt, das müsst ihr so und so machen, sondern ich habe gelernt. Und ich finde, wenn man bereit ist, in einem solchen Gespräch auf beiden Seiten zu lernen und sich gegenseitig zu respektieren, dann entstehen solche Probleme nicht. Heißt das denn auch, dass wir die Diktatur respektieren müssen? Naja, also das ist, ich würde sagen, das ist eine Fangfrage. Ob China heute eine Diktatur ist oder nicht, das kann man so nicht beantworten. Ich würde sagen, wenn jemand, es gibt ja leider Gottes immer noch einige brutale Diktaturen auf der Welt, natürlich soll man das nicht respektieren, aber Sie wissen ganz genau, dass wir davon nicht reden. Sondern wir reden von einem der ältesten Kulturländer der Erde, das durch äußerst schwierige Zeiten gegangen ist,
dass ich mit einer Ideologie, die heute im Wesentlichen aufgesetzt ist, wenn man die Texte liest, die dazu heute verfasst werden, auch vom gegenwärtigen Präsident des Landes, durch eine Zeit der Demütigung, der versuchten und missglückten Öffnung bis hin zu revolutionären Prozessen erstmal wieder finden musste. Und dieser Findungsprozess ist immer schrecklich brutal und natürlich geht das auch mit Diktaturen, aber diese Diktatur ist überwunden. Und jetzt kann ich ja nicht sagen, wenn ihr das nicht genauso macht in der Demokratie wie wir, dann seid ihr keine. Das ist völlig abwegig. Herr Schmidt, taugt China nicht für eine Demokratie? Ich will gleich darauf zurückkommen. Ich will vorher noch dem Kurt Biedenkopf zustimmen. Von den 200 Staaten, die es auf der Welt gibt, sind ungefähr 60 islamisch geprägt. Keiner von diesen 60 islamisch geprägten Staaten ist eine Demokratie in unserem Sinne. Gleichwohl wären wir verrückt, wenn wir sie alle nicht respektieren wollten. Und das, was für die islamischen Staaten gilt, gilt ganz genauso für China. Es gilt auch und galt auch in früheren Jahrzehnten für den Respekt gegenüber der Macht der Sowjetunion. Das war, weiß Gott, keine Demokratie. Aber natürlich galt auch gegenüber der Sowjetunion der völkerrechtliche Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes. Wenn der Westen heutzutage endlich begreifen würde, dass die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Völker und Staaten und anderer Kulturen vom Übel ist, dann wäre die Welt ein wenig friedlicher. Warum verstehen die deutschen Politiker das nicht? Warum verstehen die deutschen Politiker das nicht? Die deutschen Politiker sind beinahe ein bisschen besser noch als manche andere im Westen, insbesondere als manche amerikanische Politiker. Und in Europa? In Europa ragen sie nicht heraus. Warum ist das so? Warum ist das so? Die Deutschen wären klug beraten, wenn sie einsehen würden, dass sie noch für mehrere künftige Generationen sich zurückhalten sollen, was das Belehren anderer Völker angeht. Wir haben ganz gewiss den Zweiten Weltkrieg zu verantworten. Wir haben den Genozid an den Juden zu verantworten. Wir haben Auschwitz zu verantworten. Wir haben vieles zu verantworten. Wir sind wirklich nicht dazu berufen, andere moralisch oder demokratisch oder politisch zu belehren. War es deswegen falsch, den Dalai Lama zu empfangen? Das war sicherlich ein Fehler, ja. Warum? Eine unnötige Geste, die niemanden gefreut hat, außer dem Dalai Lama. Aber es waren 80% der Deutschen in einer Umfrage waren dafür, dass der Dalai Lama empfangen Deswegen wird es trotzdem nicht besser. Die Frage des Aufstiegs Chinas hat sehr eng mit der Frage zu tun, wie wir die Ressourcen verteilen. In Europa gibt es etwa 580 Autos pro 1000 Einwohner. In Amerika gibt es sogar 780 Autos pro 1000 Einwohner. In China sind es derzeit etwa 25 Autos pro 1000 Einwohner. Wenn man es in der Welt gerecht zugehen lassen wollen würde, dann müsste man eigentlich sagen, man einigt sich so auf 300 Autos. Das heißt, wir müssten die Hälfte der Autos im Westen abschaffen. Ist das ein Weg? Nein. Es ist schon ein Irrweg, überhaupt zu glauben, dass alles auf der Welt gerecht zugehen müsste. Es wäre ja schon sehr gut, wenn alles im eigenen Lande gerecht zuginge. Das reicht schon. Im Übrigen, was die Automobile angeht, diese 500 oder wie viel haben Sie gesagt? 500 bis 700 im Westen. Ja, diese vielen Autos haben wir doch erst seit ein paar Jahren. Heute vor 50 Jahren hat keiner von uns ja Auto gefahren. Nur die großen Funktionäre fuhren Auto. Und aber die Chinesen wollen auch alle Auto fahren. Und langsam ist der Wohlstand gewachsen.
Auch in China wächst der Wohlstand langsam. Heutzutage, das muss man anerkennen, geht es der Masse der 1300 Millionen Chinesen, das sind 15 Mal so viel wie wir Deutsche, der Masse der 1300 Millionen Chinesen geht es heute besser als jemals vorher in ihrem ganzen Leben. Das ist eine gewaltige ökonomische Leistung. Ist das der Erfolg, das Erfolgsgeheimnis Chinas? Es ist ein Ergebnis des ökonomischen Erfolges. Aber natürlich bringt das auch Ungerechtigkeiten mit sich. Viele Leute möchten auch gerne Auto fahren und können es sich nicht leisten. Viele Leute im Hinterlande haben nicht entfernt denselben Lebensstandard wie die Leute in Kanton, von dem Kurt Biedenkopf geredet hat, oder in Shanghai oder in Hongkong oder was der Kuckuck. Die Unterschiede der ökonomischen Entwicklung sind sehr groß. Es ist eines der großen Probleme für die chinesische Führung. Herr Biedenkopf, was machen wir falsch, wenn wir China betrachten? Oder andersrum formuliert, in welche Richtung müsste sich Deutschland eigentlich verändern, um dieser Herausforderung noch besser gewachsen zu sein? Sie haben sich ja sehr viel und ausführlich mit dieser Frage beschäftigt. Ja, aber die Notwendigkeit der Veränderung wird ja nicht dadurch begründet, dass China jetzt als eine neue Wirtschaftsmacht die Bühne der Welt betritt, sondern die Begründung liegt bei uns selbst. Sie liegt bei uns, sie liegt in Europa. Das heißt, wir sind schuld und nicht China. Von Schuld reden, das führt nicht weit. Verantwortlich. Das ist richtig, zumindest kausal sind wir verantwortlich. Wenn wir Dinge nicht tun, die man eigentlich sinnvollerweise tut, und die Folgen eintreten, dann kann man nicht sagen, das waren die Chinesen, die uns das eingebrockt haben. Das haben wir zunächst mal uns selbst eingebrockt. Deshalb habe ich Ihnen ja vorhin gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass China Europa im Zangengriff hat oder Deutschland, sondern das haben wir selbst. Wir sind eines der reichsten Völker der Erde, aber wir kriegen es nicht fertig bisher. Die kleinere nachwachsende Generation, also die Generation unserer Enkel, so auszubilden, wie das notwendig wäre, um mit weniger Menschen einen gleichen oder eine ähnliche gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und kulturelle Leistung zu erbringen, wie das die Elterngeneration im Großen und Ganzen ja geschafft hat. Und wir kriegen es auch nicht fertig, der kleineren, nachwachsenden Generation in ausreichendem Umfang Investitionskapital zur Verfügung zu stellen, um mehr investieren zu können, mit besserem Wissen etwas Ähnliches zu leisten wie die Elterngeneration. Das ist völlig unabhängig von China ein Problem. Ja, aber viele Leute haben, wenn sie von China reden, wenn sie über China sprechen, haben schon Angst, dass diese 1,3 Milliarden Menschen so erfolgreich werden, dass wir dem nichts mehr recht entgegenzusetzen wer haben. Was Angst sagen Sie diesen Menschen? Wer Angst vor dem Erfolg eines anderen hat, hat sich selbst aufgegeben. Das ist ganz einfach. Entweder ich nehme diesen Erfolg als einen Ansporn und sage, also da musste ich auch anstrengen, oder ich habe Angst. Und Angst ist keine Quelle von Innovation, sondern da hält man an den alten Dingen fest, solange man festhalten kann. Und wenn sie dann zerbrechen, ist man eben ohne die Strukturen, die man braucht. Deshalb war ich ja vorhin in unserem Gespräch der Meinung, dass es eben kein Zangengriff von China ist, was uns beschäftigt, sondern es ist die Evidenz, das Offenbarwerden von eigenen Schwächen. Und wenn eigene Schwächen offenbar werden, dann kann ein Volk darauf reagieren und sagen, die bauen wir ab. Oder es kann sich bedauern und kann sagen, das ist ja furchtbar, dass wir so schwach sind, da müssen die anderen Rücksicht nehmen. Das Letztere ist selbst in zwischenmenschlichen Beziehungen eher unwahrscheinlich. Herr Schmidt, worin liegen die Stärken Chinas? Die Stärken? Ja. In der Lebenskraft dieser Kultur. Nach über 4000 Jahren sind sie fähig gewesen, aus einem elenden Status, aus einem Massenelend,
eine schnell wachsende Wirtschaft aufzubauen. Das ist eine unglaubliche Leistung. Bitte sehr, unter politischen Verhältnissen, die wir in unserem Lande uns weiß Gott nicht wünschen würden. Aber man muss das anerkennen. Ich möchte Kurt Biedenkopf ausdrücklich zustimmen und ein Beispiel geben für das, was er gesagt hat. Heute vor 150 Jahren war Japan völlig von der Welt abgeschlossen. Genauso abgeschlossen wie China unter Mao Zedong. Und dann gab es in Japan eine Restauration des Kaisers. Und dann hat sich von 1870 bis 1914, bis zum Ersten Weltkrieg, Japan zu einer modernen Industriemacht entwickelt. Und am Ende des Ersten Weltkriegs war die japanische Flotte die drittgrößte der Welt. Das hat aber uns in Frankreich, uns in Deutschland, uns in Amerika doch nicht gehindert, unseren eigenen Lebensstandard auszuweiten. Im Gegenteil, die Konkurrenz hat das Geschäft belebt. Und das hat Kurt Biedenkopf in anderen Worten für China mit Recht genauso gesagt. Das heißt aber, dass wir uns auf den Hosenboden setzen sollen, unsere jungen Leute, und gefälligst lernen sollen, Prüfungen machen sollen und gefälligst was Neues erfinden. Was machen diese jungen Leute denn falsch? Okay? Was machen diese jungen Leute denn falsch? Sagen Sie jetzt nicht, die sind faul. Nein, nicht die Masse der jungen Leute ist nicht faul. Aber insgesamt, insgesamt sind die Chinesen in einem ganz wichtigen Punkt, der uns gegenwärtig über. Das ist die massenhafte Ausbildung junger Leute mit Prüfung. Und von wegen Studienabbrecher 30%, das gibt es in China nicht. Das gab es vor 20 Jahren auch in Deutschland. Nee, das ist eine Neuerung bei uns, nicht zum Besten. Ja. Woran liegt das? Woran liegt das? Es hat eine Reihe von Gründen. Es gibt heutzutage ein paar mehr Leute in Deutschland als noch vor 50 Jahren, die meinen, es müssten ihnen die gebratenen Tauben ins Mundwerk fliegen. Das ist aber ein Irrtum. Und diese Leute hoffen natürlich, dass der Aufstieg Chinas ein Strohfeuer ist, dass die Wirtschaft Chinas hochkocht und es China ähnlich geht wie dem Internetboom, dass plötzich alles in sich zusammenbricht. Wenn es solche Leute gibt, dann reden sie über Dinge, von denen sie nichts verstehen. Warum nicht? Nein, weil sie sich nicht gekümmert haben. Warum ist das Unsinn? Wir haben gerade eine ganze Reihe von Gründen dafür erörtert, warum die Entwicklung in China eine nachhaltige Entwicklung ist. Weil sie sich nicht aus kurzfristigen ökonomischen Zielen speist, sondern aus langfristigen, historisch, kulturell und in der Identität des Landes wurzelnden Gründen. Und diese, wie Helm Schmidt gesagt hat, diese Revitalisierung einer Kultur nach einer Katastrophe, nicht einer Katastrophe wie die, durch die wir gegangen sind, aber kulturell war Mao Zedong und der Kulturkampf eine Katastrophe mit der Bedrohung von Eliten und alles, was damit zusammenhängt. Aber diese Regenerationsfähigkeit, die wir ja im gewissen Sinne nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland erlebt haben, als aus der Katastrophe der leidenschaftliche Wunsch entstand, wieder aufzubauen und etwas Neues zu machen. Und wenn Sie die Qualitäten, an die die Menschen sich damals gebunden fühlten, betrachten, dann ist das zum Teil wortgleich mit dem, was der chinesische Präsident auf dem letzten Parteikongress seinen Leuten gesagt hat. Der moderate Wohlstand, die Bescheidenheit, die Disziplin, der Fleiß, das Arbeiten an sich selbst und am Land, das hat ja diese Entwicklung zum Erstaunen der Welt damals bis etwa Ende der 60er Jahre hervorgebracht. Und dann haben wir es möglicherweise nicht verstanden, die Besonderheit dieser Situation zu begreifen und ihre Ursachen nicht zu vergessen. Sondern wir haben dann zunehmend das Gefühl gehabt, das sei ein Naturzustand. Und wenn die Leute anfangen, ihren Wohlstand als Naturzustand zu betrachten, auf den sie gewissermaßen einen Anspruch haben, dann kriegen sie auch Angst vor anderen, die ihn jetzt bedrohen. Also weg mit dem Wohlstand? Nein, ich bitte Sie. Das ist doch keine... Da bin ich Pardon, ich habe also ein bisschen Schwierigkeiten, Ihre Alternativen nachzuvollziehen.
Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass man sich der Gründe dieses Wohlstands erinnern muss und sie revitalisieren. Wir können uns auch revitalisieren. Und es ist nicht so, dass wir wesentlich älter sind als die Chinesen. Die haben zurzeit noch ein niedrigeres Medialalter, also die Hälfte jünger, die Hälfte älter als wir. Aber in den nächsten 30 Jahren holen sie uns ein und dann überholen sie uns. Also die haben auch ein enormes demografisches Problem, das sie auch langsam sehen. Und sie haben aus kulturellen und anderen Gründen, auch aus Gründen der irreführenden Ein-Kind-Politik, große Ungleichgewichte zwischen den Geschlechtern. Das alles sind Dinge, die in einer solchen Aufbausituation leichter zu bewältigen sind. Das Volk sagt, Not macht erfinderisch. Das Volk hat noch nie gesagt, Wohlstand macht erfinderisch. Und die kulturelle Leistung, die vor uns steht, ist, im Wohlstand erfinderisch zu sein. Herr Schmidt, welche Rolle spielt, für die Stabilität und für den Aufschwung Chinas? Nicht verstanden. Welche Rolle spielt für die Stabilität und den Aufschwung Chinas die Tatsache, dass im Grunde von oben entschieden wird und dann relativ schnell die Dinge umgesetzt werden? Also eine andere Situation als in westlichen Demokratien, wo erst einmal alle beteiligten Gruppen mitreden wollen und sollen und dann es in der Regel sehr lange dauert, bis eine Entscheidung gefällt werden kann. Ist das ein, ich sage mal, Wettbewerbsnachteil der Demokratie? Das glaube ich eigentlich nicht. Aber ich scheue mich, auf diese zugespitzte Frage eine grundlegende Antwort aus dem Handgelenk zu geben. Man muss begreifen, dass eine so alte Kultur wie die chinesische oder eine so alte Kultur wie die griechische in Zeiten, wo Athen die geistige Hauptstadt der Welt war, oder eine alte Kultur wie die römische, dass die anders regiert worden sind als heutzutage Frankreich oder Deutschland oder Kanada oder Amerika. Und China wird anders regiert. Auch die chinesischen Unternehmen werden anders regiert. Auch Streitigkeiten werden anders geschlichtet in China als in Deutschland. In Deutschland gehen die Leute zum Gericht. In China bestellen sie einen Schlichter. So ähnlich hat es das auch schon einmal vor 2.500 Jahren in Athen gegeben. Außerdem konnte man auch noch zum Gericht gehen. Aber der Schlichter spielt zum Beispiel in China eine viel größere Rolle als das Gericht. Wie der Friedensrichter früher bei uns. So was hat es bei uns auch schon mal gegeben. Natürlich. Ja, auf dem Dorf jedenfalls. Ja. Meistens war es der Dorfbürgermeister, der geschlichtet hat. Aber es ist heute nicht mehr so. Nein, das ist heute anders geworden. Nicht unbedingt zu unser aller Vorteil. Ich möchte noch auf Ihre Eingangsfrage was sagen, auf die Frage, die ich genauso wenig prinzipiell beantworten kann wie Sie. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass die ökonomische Entwicklung in China ein, ich glaube, generelles Prinzip bestätigt, dass sie nämlich eine Wettbewerbswirtschaft ohne ein Minimum an Freiheit nicht haben können. Und also Konsumwahl zum Beispiel oder die Aufforderung, die ja auch in dieser von mir schon erwähnten Rede enthalten ist, es müssten viel mehr Leute im Land unternehmerisch tätig werden. Die Aufforderung, unternehmerisch tätig zu werden, können Sie in einer strikten Planwirtschaft nicht machen, weil sie kein Mensch versteht. Das heißt, hier entwickeln sich Öffnungen. Und diese Grundthese der Rede von Hu, von Präsident Hu, Reformen und Öffnen, ist nicht nur nach außen, sondern auch nach innen gewendet. Jetzt muss man aber hinzufügen, solche Prozesse setzen, und das wird im Übrigen auch gesagt, eine grundlegende Veränderung des Denkens voraus. Und die Besitzstände an Denken sind die schwierigsten Besitzstände zu überwinden. Das heißt, es dauert eine ziemlich lange Zeit. Und man wird immer wieder fragen, ist das so richtig, ist das so falsch,
Langfristige Prognosen hier zu machen, halte ich für völlig ausgeschlossen. Aber das würde heißen, dass wir uns doch nicht so sehr anstrengen müssen, weil die Chinesen länger brauchen, Nein. Es wäre sehr schön, wenn Sie das so sehen. Nur es ist völlig verkehrt. Schade. Ja. Man muss in diesem Prozess sich besonders anstrengen. Denn wenn man zu einem neuen Denken finden will, ist das sehr anstrengend. Und wenn man das vor einer langen, langen Zeit der hierarchischen Ordnung lernen muss, mit Dezentralisation umzugehen, mit einem Minimum an lokaler Mitwirkung der Bürger bei den Dingen der Kommune oder sowas, das zu lernen, was im Übrigen auf dem Land geht, schneller geht als in der Stadt, weil die Beziehungen, die menschlichen Beziehungen sehr viel direkter sind. Das sind Lernprozesse. Wir haben Jahrhunderte gebraucht, um uns aus einer hierarchischen, von der Kirche aufgebauten Ordnung über die Reformation und die Revolutionierung des geistigen Denkens, denken Sie an Galileo, denken Sie an Kepler, denken Sie an andere, die ja schon fast gesteinigt wurden, weil sie gesagt haben, die Erde sei nicht der Mittelpunkt der Welt. Das ist ja alles noch nicht so lange her. Wir sind jetzt plötzlich wahnsinnig ungeduldig mit den anderen. Gehorchen Sie gerne? Das hängt von der Autorität dessen an, der es einfordert. Wie ist das bei Ihnen, Herr Schmidt? Gehorchen Sie gerne? Ich? Ja. Es kommt darauf an, wer mir die Befehle erteilen will. Ich möchte aber noch bei Kurt Biedenkopf mich anknüpfen und eine Bemerkung machen. Tatsächlich ist auf der einen Seite so etwas wie unternehmerische Freiheit im heutigen China sehr weitgehend hergestellt. Andererseits passt die alte marxistische und kommunistische Ideologie überhaupt nicht mehr auf die heutige ökonomische Wirklichkeit in China. Das ist genau der Punkt. Da ist ein ideologisches Loch entstanden, ein Vakuum. Es ist eines der vielen großen inneren Probleme Chinas, wie dieses Vakuum ausgefüllt wird. Ich habe das Gefühl, dass möglicherweise der alte große Moralphilosoph Konfuzius, der hat heute vor 2.500 Jahren gelebt, der war unter Mao Zedong verboten, dass der wieder aufleben wird. Was hat er denn für Vorteile? In gewandelter Form. Er hat keine Religion gestiftet, aber er hat eine Ethik, eine Sittenlehre gestiftet. Eine Ethik für den Staat, für die Gesellschaft und für die Familie. Haben Sie was gegen Religion? Ich habe nichts gegen Religion. Ich schildere Ihnen, was in China Tatsache ist. Sie haben einen Verdacht. Und den Verdacht müssen Sie möglicherweise sich noch abschminken, Herr Sie. Was sind andere Stärken des Konfuzianismus? Also die nicht verstanden. Andere Stärken, weil es müssen ja eigentlich mehrere Faktoren sein. Nur die Nicht-Religiosität kann es ja nicht sein. Das ist ja nicht ausreichend. Ich muss sehr deutlich betonen, Konfuzius ist 2.500 Jahre her. Der Konfuzianismus hat sich in China erst im Laufe der letzten 1.000 Jahre durchgesetzt. Der ist sehr viel jünger. Und Sie haben nach dem Konfuzianismus gefragt. Darauf antworte ich, eines der Wesenszüge des Konfuzianismus ist Harmonie. Es muss Harmonie herrschen. Dazu muss jeder seine Rolle anständig ausfüllen. Heißt Harmonie nicht widersprechen? Nein, das heißt es nicht, sondern Harmonie heißt, du musst deine Rolle ausfüllen, wie sie dir zugemessen ist. Aber dazu gehört zum Beispiel ein anderer Wesenszug, nämlich jemand, der aufsteigen will und mehr Befugnisse haben soll, der Beamter wird oder Oberbeamter oder Regierungspräsident, der muss eine Prüfung machen und noch eine Prüfung und noch eine Prüfung. Eine Prüfung nach der anderen, bis man schließlich zum Mandarin aufgestiegen ist. Diese Tradition, ohne dass es der chinesischen Führung wirklich bewusst ist,
haben die heutigen Kommunisten in China wieder aufgenommen. Alle jungen Leute, die was werden wollen, die müssen Prüfungen machen. Und zwar nicht nur eine, sondern viele. Machen die deutschen Politiker zu wenig Prüfungen? Ich zögere mit der Antwort. Ich würde gerne noch mal auf die Harmonie zurückkommen. Ja. Weil mir aufgefallen ist, dass bei den Texten, die ich gelesen habe, um mich auch hier ein bisschen vorzubereiten, diese Harmonie eine große Rolle spielt. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Harmonie im Sinne eines dynamischen Gleichgewichts auch in der chinesischen Medizin eine große Rolle spielt. Wir haben dieses Ausbalanciertsein zwischen Yin und Yang, also zwischen der Spannung auf der einen Seite und der Ruhe auf der anderen Seite. Es ist eine ganz andere Art, Gesellschaft zu begreifen, als zum Beispiel so wie wir das tun im Sinne eines offenen Wettbewerbsprozesses. Und möglicherweise ist dieser Bestandteil der chinesischen Kultur eine Brücke oder ein Fundus, aus dem das Land schöpfen kann, um dieses Vakuum, von dem die Rede war, zu füllen. Denn dass das da ist, das hat mir, um nochmal meinen Dekan dazu zu zitieren, das hat mir der 44-Jährige gesagt, als ich ihn fragte, ob der Aufbau und die Entwicklung Chinas mit den bisherigen Methoden bewältigt werden kann, war seine Antwort ohne jedes Zögern: Nein, das geht nicht. Und wir haben das Problem, dass wir einen riesigen Besitzstand haben, einen bürokratischen Besitzstand, einen Denkbesitzstand aus der Zeit, in der das mal leistungsfähig gewesen sein mag. Aber wir müssen jetzt diesen Konflikt lösen zwischen den Realitäten der ökonomischen Dynamik und der Statik der hierarchischen Ordnung. Und die Helmut Schmidt hat vorhin in unserem Gespräch die verschiedenen Präsidenten, die Nachfolge von Mao Zedong bis zu Hu bezeichnet und hat festgestellt, dass die Autorität immer kleiner wurde und dass immer mehr Aufwand getrieben wird, auch gerade jetzt von dem heutigen Präsidenten, sich zu erklären. Sehr interessant auch die Diskussion über die eigene Partei, über die Ordnung, die da herrschen muss, über die Notwendigkeit, Korruption zu bekämpfen. Korruption ist in allen Systemen ein Indiz dafür, dass die Regeln nicht mehr eingehalten werden. Selbst in Deutschland? Aber natürlich, überall. Es gibt keine Gesellschaft, die nicht korruptionsanfällig ist. Und dieses Bemühen, dieses Spannungsverhältnis zu lösen, ohne dass das Land auseinanderfliegt, das ist in meinen Augen eine der größten Aufgaben, die dem Land gestellt sind und eine, bei der wir sehr gut beraten sind, uns nicht beratend einzumischen. Aber können wir wenigstens etwas daraus lernen für uns? Jedenfalls sollten wir lernen, uns nicht einzumischen. Ja, das haben wir ich will mal gehört. Ein Beispiel geben. 1949. Nein, ich gehe noch weiter zurück. 1945. Die Welt war dabei, aufzuatmen. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende. China lag am Boden. Zum Teil immer noch voller japanischer Besatzungssoldaten, zum Teil Bürgerkrieg, absolut ohne Macht. Aber es gab einen klugen Amerikaner. Das war Franklin Roosevelt. Der war Präsident der USA. Der hat gesehen, dass man China nicht so mit der linken Hand behandeln darf. Und er hat verlangt und durchgesetzt, als die Vereinten Nationen gegründet wurden 1945, dass nicht nur Amerika und die Sowjetunion, nicht nur Frankreich und England, sondern fünftens auch China, das es damals als Staat gar nicht gab, ein gleichberechtigtes Vetorecht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben sollte. Es war Roosevelts Idee. Der war heute vor mehr als 60 Jahren, 70 Jahren klüger als manche andere, die heutzutage Präsident sind. Sollten Politiker, die
1,3 Milliarden Menschen vertreten, mehr in der Welt zu sagen haben als Politiker, die 80 Millionen Menschen vertreten? Das würde ich nicht bejahen. Außerdem muss ich sagen, die Chinesen verlangen gar nicht nach mehr Macht. Wenn Sie die chinesische Außenpolitik sich anschauen, dann haben die eine sehr zurückhaltende, außerordentlich vorsichtige Außenpolitik getrieben. Selbst auf grobe Provokationen. Zum Beispiel die Bomben auf die chinesische Botschaft in der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad haben sie mit großer Gelassenheit ertragen. Oder die Karambolage zwischen einem amerikanischen Spionageflugzeug an der chinesischen Küste mit einem chinesischen Abfangjäger. Mit großer Gelassenheit wurde das beerdigt. Sie haben sich nicht aggressiv verhalten, weder zu Zeiten von Mao Zedong noch zu Zeiten von Deng Xiaoping oder von Jiang Zemin oder Hu Jintao. Das ist übrigens auch eine uralte chinesische Tradition, die geht mehr als ein halbes Jahrtausend zurück. Die chinesische Mauer wurde gebaut gegen Eindringlinge von außen. Gleichzeitig bedeutete sie, wir Chinesen sind hinter der Mauer. Wir wollen nicht ausgreifen. Aber die Chinesen bleiben ja nicht zu Hause. Sie schwärmen doch jetzt sehr stark aus, zum Beispiel in Afrika, investieren dort in diese Länder. Ja, die Chinesen sind nicht die Einzigen, die ausgeschwärmt sind. Wir sind auch ausgeschwärmt. Ja, wir Deutschen vielleicht nicht so, aber... Wir Deutschen haben auch Kolonien, sogar auf chinesischem Boden erworben. Denken Sie an... Das ist ein bisschen her, ja. Und wir haben uns bei der Niederschlagung des Boxeraufstands, von dem vorhin die Rede gewesen ist, weiß Gott, sehr unrühmlich benommen. Nein, die Deutschen sind wirklich nicht besser als andere. Das möchten die Deutschen sich gerne einbilden. Aber es ist eine Einbildung, die passt auf Wilhelm II., aber nicht auf uns beide hier. Wie wird China in 20 Jahren aussehen? Welche Rolle wird es in der Welt also, spielen? Also, da kann man, welche Rolle China in der Welt spielen wird, ist ja nicht nur von China abhängig, sondern das ist abhängig von vielen, vielen Faktoren, die außerhalb Chinas liegen. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Vereinten Nationen, Weiterentwicklung der Westmächte, wie wir das immer noch nennen, Weiterentwicklung Afrikas, also das kann man nicht voraussagen. Aber man kann ein paar Dinge voraussagen. Eines, was man voraussagen kann, ist, dass die Bevölkerung in China sich sehr verändert. Hat ich mal einen Schluck aus Ihrem... Gerne. Eins kann man voraussagen, ist, dass die chinesische Bevölkerung sehr schnell altert. Das heißt, in 30, 35 Jahren ist China ein altes Land. Wenn die Pensionsregelungen, also die Verrentungsregelungen so bleiben, wie sie jetzt sind, und sich die Lebenserwartung nicht dramatisch verlängert, dann werden im Jahr 2050 nach den Prognosen der Vereinten Nationen auf 100 aktive 79 Rentner kommen. Das heißt, sie haben ein völlig anderes Land. Das Zweite ist, niemand weiß, auch die Chinesen selbst nicht, wie sie mit dem Problem umgehen sollen, dass Modernisierung, so wie wir sie bisher praktiziert haben, mit erhöhtem Ressourcenverzehr verbunden ist. Und es ist ganz offensichtlich, dass die Ressourcen auf der Erde, insbesondere die klassischen Quellen von Energie, bei einer vergleichbaren Nachfrage nur eines mittleren Niveaus, keineswegs unseres, spätestens Ende des Jahrhunderts erschöpft sind. Das heißt, das Dritte ist, sie haben riesige Probleme, die Explosion des Konsums oder die Folgen der Explosion des Konsums zu entsorgen. Der Versuch, Flüsse wieder sauber zu kriegen. Der Versuch, die riesigen ökologischen Auswirkungen dieses Drei-Täler-Staudamms zu überwinden. Und anderes wird enorm viel Energien in China binden. Leben die Chinesen damit über ihre Verhältnisse, ressourcenmäßig betrachtet?
Was meinen Sie? Leben die Chinesen über ihre Verhältnisse? Produzieren sie zu ressourcenaufwendig? Und wird das ein Problem sein, irgendwann einmal den Wirtschaftsaufschwung so stark abbremsen wird, dass China in eine Krise gerät? Nein, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Natürlich sind Wirtschaftskrisen in jedem Land denkbar. Und Weltwirtschaftskrisen sind schon seit langer Zeit denkbar. Denken Sie an 1930 bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Es war eine Weltwirtschaftskrise. Das ist immer denkbar. Das würde auch China mittreffen. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es eine auf China beschränkte Wirtschaftskrise gibt. Das glaube ich nicht. Die Chinesen stehen ja in starker Konkurrenz zu den Amerikanern um die Frage, wer die Weltmacht ist, sozusagen, die auf längere Sicht in der Welt eine Rolle spielt. Also, wir haben eben von Wirtschaft gesprochen. Ja. Das Wort Konkurrenz bezieht sich auf Wirtschaft. Was Sie meinen, ist Machtkonkurrenz. Ja. Und das ist eine Sicht der Dinge, die von Amerika aus vorgetragen wird. Die Chinesen haben, soweit ich das beobachtet habe, sich sehr zurückgehalten, was Machtansprüche angeht. Denken Sie mal, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, das sind 300 Millionen Menschen, aber ihr Verteidigungshaushalt ist 6 oder 7 Mal so groß wie der chinesische, und das sind 1300 Millionen Menschen. Das heißt, das Machtinstrument Militär, das Machtinstrument einer großen Luftwaffe oder das Machtinstrument einer großen Kriegsmarine, da sind die Chinesen bisher ganz zurückhaltend gewesen. Sie denn zustimmen, dass, wenn man sagt, dass heute das Machtinstrument der Waren, die Wirtschaft, viel besser geeignet ist, um Einfluss in der Welt zu steigern, als das Instrument der Armee, des Militärs, als früher? Darüber kann man sehr verschiedener Meinung sein. Einstweilen glauben viele Amerikaner immer noch, dass das Militär als Machtinstrument unerlässlich notwendig ist. Was glauben Sie? Es gibt auch viele Europäer, die meinen, sie bräuchten oder ihr Land bräuchte ein solches Machtinstrument. Ich bin nicht im Verdacht, ein Pazifist geworden zu sein, aber ich bin nicht der Meinung, dass wir ein militärisches Machtinstrument brauchen. Was wir brauchen, ist die Fähigkeit, uns selbst zu verteidigen, falls wir angegriffen werden. Falls wir von außen angegriffen werden. Aber nur dann. Ich bin nicht dafür, dass wir dieses Machtinstrument in fremden Ländern und in fremden Kontinenten einsetzen. Wenn man jetzt einmal in größeren historischen Kategorien denkt, würden Sie ausschließen, dass man einmal sagen wird, die Weltmacht Amerika war eine Episode von 200 Jahren, ein schneller Aufstieg und dann wieder ein relativ schneller Abstieg und der Rückkehr zur Normalität, also dazu China als Weltmacht? Also müsste man ein Prophet sein oder ein Wetterfrosch, das bin ich nicht. Ganz sicherlich haben im Laufe der Menschheitsgeschichte alle möglichen großen Mächte auch wieder einen Abschwung erlebt. Von dem mazedonischen Reich Alexanders des Großen ist nach kurzer Zeit nichts nachgeblieben. Dieses Schicksal werden die USA ganz gewiss nicht erleiden. Warum nicht? Es sieht mir nicht danach aus. Die sind ja auch nicht ohne Vitalität. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nach wie vor eine sehr vitale Nation. Und sie sind übrigens sogar fleißiger als wir Europäer. Und etwas produktiver als wir Europäer. Ich sehe nicht, dass die amerikanische Nation absteigt, wie Sie gemeint haben, aber dass sie nicht alleine die Welt regieren kann, das begreifen inzwischen sogar die Leute irgendwo in North Dakota oder in South Dakota. Herr Schmidt, oder Herr Biedenkopf nochmal. Dieses Jahr ist ein wichtiges Jahr für die Chinesen, weil es das Jahr der Olympischen Spiele ist. Was glauben Sie, welche Bedeutung haben die Olympischen Spiele für die Chinesen? Das kann ich aus eigener Erfahrung nicht beantworten, aber wenn ich jetzt mal betrachte, was solche weltweiten sportlichen Ereignisse für eine Nation bedeuten, dann ist das wahrscheinlich bei China nicht viel anders als bei anderen.
Sie betreten damit, auch mit der Art, wie Sie Gastfreundschaft eröffnen, wie Sie partizipieren und partizipieren lassen, im Grunde einen neuen Abschnitt Ihrer Entwicklung. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen und das wäre wahrscheinlich auch noch vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Es ist eine Art Integration in eine ganz bestimmte Welt, nämlich die Welt des Sports. Und dass das sich verbindet mit einem hohen Symbolwert für dieses Land, das ist offensichtlich. Das sieht man schon daran, mit welchen Anstrengungen Sie als Gastgeber den Versuch unternehmen, Ihr Land im wahrsten Sinne des Wortes, jedenfalls soweit die Veranstaltung reicht, in Ordnung zu bringen. Das finde ich verständlich. Ich möchte zu der Frage, die Sie, dieser prognostischen Frage, noch was sagen und gerade auch was Weltmacht angeht. Mein Eindruck ist, dass die ökonomische Definition von Weltmacht sich zunehmend relativiert, weil die Enge, in denen sich das jetzt alles drängt, und das wird ja in relativ kurzer Zeit, also in Ihrer Lebenszeit, ich weiß nicht, was Sie für ein Jahrgang sind. 67. Naja, gut, 67. Also, ist nicht schlimm. Ja. Ne, was heißt schlimm? Das ist großartig. Aber wenn Sie Ihre dann oder heute schon gültige Lebenserwartung erreichen, haben Sie noch ungefähr 25 bis 30 Jahre vor sich. Und in diesen 30 Jahren wird sich die Welt so... Ich hatte mit 40 gerechnet noch. Das letzte Quäntchen hängt von Ihnen ab, nicht von der Statistik. Ich hatte eine statistische Querschnittserwartung gegeben. Also anstrengen, haben wir ja schon die ganze Zeit von geredet. Nein, das wirklich Entscheidende ist, wir werden entweder ganz schwere Konflikte bekommen, bei denen auch militärische Auseinandersetzungen nicht auszuschließen sind, oder ein Regime, jetzt keine Regierung, sondern ein Regime der Zusammenarbeit, der Ressourcenallokation, der Intelligenz. Wie komme ich mit einem Drittel der Energie aus? Wie kann ich das Leben von 8 bis 9 Milliarden Menschen auf dieser Erde so gestalten, dass nicht 2 Milliarden verhungern? Oder 1,5 Milliarden, was immer noch eine unvorstellbare Zahl ist. Immerhin zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die gesamte Weltbevölkerung nicht größer. Wir haben ja auch noch gar kein Gefühl für die Dimensionen, über die wir hier reden. Und das zu entwickeln, ich finde, es kommt nicht auf die... Oder ich will mal anders sagen, vor noch wenigen Jahrhunderten hat man die Bevölkerung eines Landes durch die Größe seiner Bevölkerung und seines Territoriums definiert. Im 19. und 20. Jahrhundert hat man es durch die Größe seiner Stahlindustrie definiert und seiner Bevölkerung und immer noch seines Territoriums. Man wird sie in Zukunft anders definieren müssen und man wird sie auch anders definieren, nämlich durch den Beitrag, den eine bestimmte Bevölkerung oder eine bestimmte Region für die Erhaltung der Lebensfähigkeit dieser Erde leistet. Und das wird den Menschen zunehmend bewusst werden. Und wenn die Europäer eine Bedeutungsrenaissance haben wollen, und auch eine Akzeptanz ihres ja nach wie vor ungewöhnlich hohen Lebensstandards im Verhältnis zur überwältigenden Mehrheit der Menschheit, dann müssen sie solche Leistungen erbringen, Leistungen, die sie für unverzichtbar machen. Und also die sie unverzichtbar... Welche sein könnten? Ja, die habe ich ja gerade definiert. Alles, was damit zusammenhängt, und es ist ein ganz breites, fängt bei der Medizin an, über die Ressourcenverwendung, die Ernährung der Erde, die Nutzung, die intelligente Nutzung von Ressourcen. Sie werden in 20 Jahren nicht mehr, wenn Sie sich einer Großstadt oder aus einer Großstadt rausfahren, wie ich vor wenigen Tagen aus München, eine unendliche Schlange von Autos sehen, bei denen in 90% nur einer sitzt. Also doch weg mit den Autos. Nein, sinnvolle Nutzung der Autos. Sie glauben doch nicht, dass die 52 Autos pro 100 dauernd alle fahren.
Da stehen der allergrößte Teil steht rum. Also wenn Sie mal gucken, was die effektive Nutzungszeit der Autos sind, kann ich nur sagen, es ist die größte Verschwendung, die man sich vorstellen kann. Ähnlich groß wie die Organisation einer Gesellschaft in lauter Single-Haushalten. Es ist auch eine vollkommen unsinnige Verschwendung von Ressourcen. Wir werden eines Tages sagen, wer verschwendet, schadet. Weil wir gelernt haben zu verstehen, und wir müssen das im Kopf lernen, und durch den äußeren Druck der Knappheit. Jetzt sind wir inzwischen bei einem Gegenstand, der sich weit von China entfernt hat. Stimmt, aber das ist der Fragesteller schon. Aber ich möchte... Der hat sowieso die Schuld. Ich möchte bei Ihnen anknüpfen, Kurt. Sie haben daran erinnert, dass im Jahre 1900, das war für mich nicht so lange her, da ging mein Vater noch zur Schule, im Jahre 1900, da lebten auf der Welt 1,6 Milliarden Menschen. Jetzt sind wir beinahe 7 Milliarden. Das heißt, in etwas mehr als einem Jahrhundert hat sich die Menschheit mehr als vervierfacht. Richtig. Oder anders ausgedrückt, weil gleichzeitig der Raum auf der Oberfläche der Erdkugel nicht größer geworden ist, ist pro Kopf und Nase viel weniger Raum als zu Zeiten, als mein Vater geboren wurde. Heutzutage haben wir pro Kopf und Nase 2,5% des Raumes, die zur Zeit des Jesus von Nazareth zur Verfügung gestanden hat. Aber schon in der Mitte dieses Jahrhunderts werden wir über 9 Milliarden Menschen sein. China wird in der Mitte dieses Jahrhunderts 1500 Millionen Menschen sein. Indien wird in der Mitte des Jahrhunderts auch 1500 Millionen Menschen sein. Und die Frage ist auf der einen, wie Kurt Biedenkopf mit Recht sagt, auf der einen Seite, dass wir keine Ressourcen verschwenden. Auf der anderen Seite wird die dringende Frage auftreten, können wir uns leisten, immer noch mehr Menschen zu sein? Die Chinesen, und da komme ich wieder zu China zurück, haben zu Zeiten Mao Zedongs eine sehr brutale Schlussfolgerung gezogen, nämlich dem eigenen Volk haben sie auferlegt, nur ein Kind haben zu sollen. Zum Teil haben sich uns Europäern die Haare gesträubt über diese Vorschrift. Aber völlig verrückt war sie ganz gewiss nicht. Sie hat jedenfalls das Wachstum des chinesischen Volkes etwas verlangsamt. Wenn das alle Völker machten, ich möchte mir das nicht wünschen, dass das notwendig wird, aber ich kann es nicht ausschließen. Wenn das alle Völker machen, würde jedenfalls die Erde nicht völlig übervölkert. Die jetzige Übervölkerung in Asien, in Afrika und in Lateinamerika wird jedenfalls dazu führen, dass wir gewaltige Wanderungsströme bekommen. Und es wird dazu führen, dass die Menschen nicht mehr auf dem Dorf leben, sondern in Städten. Shanghai, Mexico City, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Kairo, alles das sind Riesenstädte heutzutage. Alle zwischen 20 und 30 Millionen. Die größte Stadt in Sichuan hat 30 Millionen Menschen. Eine einzige Stadt. Chongqing. Ja, Chongqing. Das bringt Probleme auch des inneren Friedens in diesen Staaten. Das geht jetzt über das chinesische Thema weit hinaus. Aber das bedeutet doch, dass wir immer enger zusammenrücken, dass wir uns immer mehr abstimmen müssen mit anderen. Und dass wir nicht mehr nebeneinander wohnen, sondern übereinander, bis 28 Stockwerke hoch. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber... Das finde ich ganz schlimm. Ja? Ja, da gibt es nämlich keine Eckkneipe mehr, in der man sich trifft. Also, es kann sein, dass zu Mao Zedongs Zeiten die Chinesen etwas früher eine Einsicht gewonnen haben, die wir in der westlichen Welt damals jedenfalls nicht hatten. Das einzige Problem, was bei Mao Zedong war, ist, dass es eine kulturelle Präferenz für jungen Nachwuchs gab. Ja. Also weil
unbeschadet der Tatsache, dass es eine nicht auf Gott oder auf eine Religion bezogene Gesellschaft ist, hat ja auch eine solche Gesellschaft Traditionen. Den Ahnenkult und vieles andere. Und eine traditionelle Vorstellung war, dass es der Sohn ist, der die Kontinuität der Familie gewährleistet, nicht die Tochter. Und deshalb wollte man einen Sohn. Und die Diskrepanz, die jetzt entstanden ist, ist auf diese kulturelle Prägung zurückzuführen. Richtig. Und nicht auf das Zufallsprinzip. Ganz richtig. Und diese kulturelle Prägung hat im Grunde genommen den wie immer man das beurteilt, jedenfalls die bevölkerungspolitische Maßnahme, mit einem Vorurteil ausgestattet, mit der Folge, dass wir jetzt 10% mehr Männer als Frauen haben. Ungefähr ist das die Differenz. Und das erzeugt wieder neue Spannungen und Probleme. Sie können in diese komplexen Prozesse nie intervenieren und dabei alle Nebenwirkungen voraussehen. Und das war eine Nebenwirkung, die man offensichtlich nicht vorausgesehen hat. Vielleicht sollte man noch einen Punkt hinzufügen. Ich stimme dem zu, was Sie gesagt haben. Ich finde aber, der historischen Gerechtigkeit willen, sollte man auch erwähnen, dass der Mao Zedong gleichzeitig eine große Leistung vollbracht hat, indem er in China die Gleichberechtigung der Mädchen und der Frauen hergestellt hat. Überhaupt keine Frage. Das ist eine ganz große Leistung gewesen. Ja. Der hat viele schlimme Dinge gemacht und er hat auch manche Katastrophen zu verantworten. Aber dies muss man ihm positiv anrechnen. Frage. Ja. Was noch? Was hat er noch Positives gemacht? Er hat immerhin den chinesischen Staat wiederhergestellt, von dem wir vorhin gesagt haben, in den Jahren zwischen 45 und 49 war er verschwunden. Dann gab es ihn nicht mehr. Er hat immerhin den Staat wiederhergestellt, damals einen Staat von weit über 200 Millionen Menschen. Nein, Entschuldigung, weit über ich möchte mich nicht vertun, weit über 700 Millionen Menschen. Ja, 700 Millionen Menschen ungefähr. Das war eine große Leistung mit Methoden, die man als Europäer nicht gerne im eigenen Lande angewandt sehen möchte. Würden Sie sagen, das war unvermeidlich? Das würde ich nicht sagen. Wenn Sie der Ihnen folgenden Generationen von Politikern drei Ratschläge geben würden in Bezug auf die Entwicklung, die wir jetzt diskutiert haben, was würden Sie diesen Politikern sagen? Ja, unter der Voraussetzung, Sie sind beratungsgeneigt. Das ist, das, da gehen wir mal von aus. Möchte ich, das, wir haben, glaube ich, die wesentlichen Gesichtspunkte, oder das Wesentliche, was man raten muss, nicht nur sollte. Das haben wir gesagt. Erstens, nicht in Prozesse einmischen, von denen man in Wirklichkeit nichts versteht. Und das ist gerade bei solchen Evolutionen, die mit einer großen Geschwindigkeit ablaufen, wie das, was sich im Fernen Osten tut, ein guter Rat. Die eigene Position vertreten, Respekt für die andere haben und Gemeinsamkeiten suchen. Denn ohne Gemeinsamkeiten gibt es keine Zusammenarbeit. Und Sie haben vorhin jetzt auf die Menschen bezogen eine sehr wichtige Beobachtung wiedergegeben oder gemacht. Die Menschen wohnen immer enger zusammen. Und in dem Maße, in dem sie enger zusammen wohnen, vermehren sich die Reibungsflächen exponentiell. Das heißt, man muss auch die kulturelle Fähigkeit exponentiell vermehren, diese Reibungsflächen nicht zum Krieg oder zur Auseinandersetzung oder zu chaotischen Verhältnissen führend sich entwickeln lassen. Also das gilt aber für die Staatengemeinschaft genauso. Das Zweite ist, sich auf Wettbewerb einstellen. Das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt in irgendeiner Form an vergangenen Erfahrungen festzuhalten, was die eigene Rolle angeht. Die Europäer haben sich 500 Jahre lang daran gewöhnt, global zu leben, haben die Welt kolonialisiert und haben sie ausgebeutet, aus heutiger Sicht. Das heißt, sie haben sie so behandelt, als sei es ihres. Und das ist zu Ende. Viele haben das noch nicht begriffen.
Sie schimpfen über die Globalisierung, aber wenn man sie fragt, ob sie auf alle Güter und Dienstleistungen verzichten wollten, die ihnen dank der Globalisierung zur Verfügung stehen, sind sie entsetzt. Das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Dieser Wettbewerb wird uns natürlich aufgezwungen, wie jeder Wettbewerb in einer engen Welt aufgezwungen wird. Aber wir brauchen uns ja nicht so zu verhalten, als seien wir gezwungen. Wir können ja auch aktiv halten. Und das Dritte ist, der eigenen Bevölkerung ein Ziel geben. Ein Ziel, das keineswegs abstrakt, sondern ganz konkret in Form von Aufgaben. Wie soll dieses Land im Jahr 2020 aussehen? Was ist notwendig, damit wir im Jahr 2020 das Gefühl haben können, wir werden geachtet, wir werden gebraucht? Von Macht dazu reden, halte ich für ziemlich sinnlos und auch nicht zielführend. Wir werden gebraucht und wir haben eine Generation, eine nachfolgende Generation großgezogen, die in der Lage ist, diese Aufgabe weiterzuführen. Das würde ich raten. Herr Schmidt, drei Ratschläge, aber drei andere bitte. Ich teile nicht gerne Ratschläge aus, wenn ich darum nicht gebeten werde. Ja, ich habe Sie gerade darum gebeten. Ja, aber Sie sind mir nicht gewichtig. Ich wollte einen Satz dazu sagen. Ich warne meine Mitbürger vor Pessimismus. Dazu liegt kein Grund vor. Wenn Sie bitte bedenken, dass das deutsche Volk, 80 Millionen Menschen, ein Viertel so viele wie die Amerikaner, wie die USA, ein Fünfzehntel von China, ein relativ kleines Volk, für europäische Maßstäbe ein großes, aber in der Welt ein relativ kleines Volk. Dass wir es fertiggebracht haben, der größte Exporteur von Waren in der Welt zu sein, das verdanken wir unseren Ingenieuren, unseren Kaufleuten, unseren Industriellen, unseren Facharbeitern, eine unglaubliche Leistung, beinahe eine gefährliche Leistung, weil wir uns dadurch abhängig machen vom Auf und Ab der Weltkonjunktur. Aber die Tatsache, dass dieses relativ kleine Volk der Exportweltmeister der Welt geworden ist, gibt uns Anlass, die eigene Zukunft nicht mit allzu viel Pessimismus zuzudecken. Aber gerade in diesem Jahr werden wir als Exportweltmeister abgelöst. Ja, wir werden abgelöst von dem 15-mal so großen China. Das ist keine Schande. Ja, vielen Dank. Wir kommen zum Ende und ich möchte die Veranstaltung beschließen mit einem ganz kurzen Zitat von Max Frisch, das er gemacht hat, als er mit Ihnen zusammen 1975 nach China gereist ist. Und als er zurückgekommen ist aus China, hat er in sein Tagebuch geschrieben: Wir sind nicht das Wunschbild der Chinesen und unser Urteil ist damit nicht das Maß für ihre Anstrengungen. Ich hoffe, wir haben heute Abend nicht allzu viel Porzellan zerschlagen, aber ich hoffe, wir haben auch nicht zu wenig Porzellan zerschlagen. Und damit möchte ich enden, mich bei Ihnen beiden bedanken. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Tschüss.